nicht Fisch, nicht Fleisch. Dadurch ist aber das Gedränge da oben in der Tabelle noch extremer geworden. Und das wollen wir uns mal anschauen. Gucken Sie mal, liebe Zuschauer, von Platz 3 bis Platz 6, da sind sie alle punktgleich und sogar Unterhaching, der heutige Gegner der Karlsruher, ist auch noch in der ersten Hälfte zu finden. Tja, und gerade der KSC, da läuft es ja im Prinzip so richtig gut, aber glauben Sie mal nicht, dass der KSC-Trainer Ede Becker rundum zufrieden ist. Daniel Günther, bitte. Jürgen Ede Becker zeigte seine Mannschaft gegen Freiburg zu wenig Biss und Einsatz. Das ist Jammern auf höchstem Niveau. Ich glaube, er weiß, Zufriedenheit, das ist Gift für eine Profitruppe. Er will seine Jungs so ein bisschen kitzeln. Der KSC am Rande erwähnt, mit einer miesen Sportparkbilanz, noch nie haben sie in Haching gewonnen. Die Gäste in Blau, sofort wurde es kribbelig. Rotenbach gegen Lechleiter. Schiedsrichter Holger Henschel gab nach 8 Minuten einen Blitzelfer für Haching. Und dabei machte der Schiedsrichter gleich zwei Fehler. Erstens, das Foul war deutlich außerhalb und Rotenbach sah nur gelb, hätte eigentlich rot sehen müssen. Markus Miller wartet dann auf Stefan Buck. Letzte Woche in Aue hat er getroffen. Unterhaching hat einen Killer vom Punkt. Zwei Tore hintereinander, beide per Elfmeter, Haching vorne und der war ohne Mühe drin. Präsident Engelbert Kupka sah es bei gemütlichen 20 Grad im VIP-Raum und auf dem Platz zeigte der KSC Nerven. Das frühe Gegentor passte überhaupt nicht. Fehler von Jan Männer, Lechleiter und Rotenbach klärt hier in allerhöchster Not. Kam für den erkrankten Stoll ins Team. Entspannte Situation für Harry Deutinger. Weit weg sind sie von den Abstiegsrängen. Losgelöst, befreit. Ecke Sobotzek. Gigani. Und hinten patzten die sonst so zuverlässigen wie Adoobe. Sobotzek nochmal. Und vorne Haching. Entschlossen. Omodiakbe 2-0. Dem KSC flogen am Anfang die Bälle nur so um die Ohren. Das ganze Dilemma der KSC-Abwehr nochmal verlangt. Die waren gar nicht präsent, wie gelähmt. Gigani schon frei. Dann der stümperhafte Versuch zu klären. Und diese Hachinger Verteidiger mit Stürmerblut. Das 12. Tor eines Abwehrspielers. Liga top. Jetzt hat er 1000 Gründe, Kritik zu üben, Ede Becker. Und das Schlimme, es wurde keinen Deut besser. Abschlag Markus Miller. Und schauen Sie nur mal auf die folgenden Zweikämpfe und wer sie gewinnt. Einmal, zweimal und dreimal kein Karlsruher seinem Gegenspieler gewachsen. Gigani auf Tomic. War das wunderschön. Der KSC hätte nur noch applaudieren müssen. Wie entfesselt die Hachinger und dabei mit Leckerlis. Fantastisch, wie Tomic diesen Ball mitnimmt. Vergangene Woche wütete ein Magen-Darm-Virus beim KSC. Wer davon verschont blieb, dem war spätestens jetzt speiend übel. Hachinger Torrausch vor den Augen des Ex-Torjägers Francisco Copado mit Ehefrau Eva und Sohn Lukas zur Pause bestens unterhalten. Natürlich reagierte Ede Becker. Adoobe und Rotenbach blieben gleich in der Kabine. Dafür jetzt Mutzel und Kaplani dabei. Was brachte das Ganze? Am Anfang erstmal gar nichts. Markus Miller, auch angesteckt von der Verunsicherung, halber Querschläger. Dann verlieren sie wieder die Zweikämpfe. Gigani war das einfach. Alle guten Vorsätze erstmal dahin. Und jetzt drohte ein totales Debakel. Und wenn man sich das hier anschaut, wie eggy man da vernascht wird, muss man das Schlimmste befürchten. 4:0 nach knapp 50 Minuten. Ein echter Charaktertest jetzt für die Karlsruhe. Ecke Danny Schwarz. Canel Federico, immerhin effizient war der KSC. Der erste vernünftige Torschuss und der saß.
Federicos 11. Saisontor blieb ungefeiert, da haben sie keine Zeit für gehabt. Der Sportpark, ein Erlebnispark. 5 Tore nach knapp 50 Minuten. Der erste kleine Wermutstropfen eines bisher so tollen Spiels seiner Mannschaft. Und jetzt hatten die Badener eine gute Phase und es war ja noch lang genug Zeit. Fehler, Omodiakbe, Kaplani und Herwag. Das erste Mal, dass er so richtig ran musste. Und Geschenke sollte Haching dann doch noch nicht verteilen. Keine Frage, die zweite Halbzeit des KSC war in Ordnung. Und Haching hinten immer sorglos. Federico Thomas Kies. Auf Kaplani, jetzt gegen Frühbeiß. Und nochmal Herr Wagen. Es gibt einige negative Dinge, die Harry Deutinger finden wird. Trotz einer 4:1 Führung, Herr Wagen mit der Tunnelbremse. Trotzdem, das Wasser schmeckte noch süß. Und der KSC nutzte seine Chance nicht. Es hätte noch mal ein bisschen spannend werden können, dann schon die Schlussphase. Und Teinert! Nach der Hereingabe von Tomic. Dem enttäuschten Hachinger Gesicht folgten dann viele zufriedener. Es blieb beim 4:1. Eine Halbzeit Gala. Eine Halbzeit kräfteschonen. Haching mit perfektem Nachmittag. Karlsruhe mit der schlechtesten Saisonleistung vielleicht. Vielleicht auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Klaus Müller fragte nach. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Vielleicht war es gar nicht schlecht, dass wir in einem Spiel mal eine richtige Packung bekommen, dass es jedem wieder klar ist. Aufstieg momentan sicherlich mannschaftsintern auch kein Thema, da zählen jetzt andere Dinge, denke ich. Die scheiß Aufstiegsquatscherei, hat man gesehen, zu was das führt, da vergisst man wieder, dass man in jedem Spiel hoch konzentriert sein muss. Ich glaube, unserem Trainer wäre ein 1-0 lieber gewesen, weil jetzt hat er mehr Arbeit in den nächsten Tagen. Inwiefern? Naja, es kommen immer ein paar Spinner bei uns dann raus, also jetzt nicht unbedingt in der Mannschaft, aber im Umfeld. Und deswegen muss man da aufpassen, dass man das Ganze nicht so euphorisch sieht. Dann spielen wir mal ganz in seinem Sinne die Euphoriekinder. Haching mit Dusel völlig unverdient 4:1 gewonnen. Glaubt uns doch eh keiner. Fakt ist, die sind richtig gut drauf. Ja, diese Aufstiegsquatscherei, erinnern Sie sich noch, meine Damen und Herren, vor ein paar Wochen noch, da waren die eher im Abstiegskampf zu finden. Jetzt haben sie, naja, man will sich nicht festlegen, aber mit dem Abstieg nicht wirklich viel zu tun. Und die sind tatsächlich nach diesem Sieg nur noch 2 Punkte von den Badenern in der Tabelle entfernt. So schnell kann es gehen. Was war das für eine Fußballgabe?